Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Diablo 2 Resurrected. Wir sind hier kurz vor dem Harem, wir müssen die geheime Zuflucht finden. Und was ich in der letzten Folge vergessen hatte, wir hatten noch ein Amulett, ein grünes, gefunden. Das waren die himmlischen Flügel. 20% Schaden gehen auf Mana und 3 zu Lichtradius. Das habe ich in die Truhe gelegt, weil wir haben 52 Mana. Ich glaube, 20% Schaden auf Mana. Ohnehin schon so wenig Mana, das können wir nicht gebrauchen. Aber vielleicht kann ich das mit meiner Zauberin verwenden. Werden wir mal sehen. So. Dann gehen wir hier mal los. Und ich guck mal, dass wir hier schnell durchkommen. Harem Ebene 2. So. Können wir vielleicht auch noch ein Level Up hinkriegen. Runter. Sehr gut. Dann vielleicht wollen wir uns hier noch ein Level Up. Aber ich glaube, das ist zu wenig Gegner, oder? Für ein Level Up. So, Palastkeller Ebene 1. Ich glaube, die Abgänge waren immer gegenüber. Da muss man hier mit den Bärenfranken aufpassen. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Oh, ich habe aus Versehen einen Regenerationstrank genommen. Zum Palastkeller Ebene 2. Ah, Giftmagier. Ich glaube, die sind noch die ungefährlichsten von allen. Level up. Soll ich auf Stärke gehen? Überleg gerade, oder? Ich gehe weiter auf Leben. So, und jetzt können wir hier auf Schreckenswolf gehen. Die Frage ist, ob ist ein Wolf besser als vier? 7 bis 12 Schaden, 5. Ich glaube, solange ich den nur auf Level 1 habe, brauchen wir den nicht benutzen. So, Ebene 3. Jetzt haben wir den Wegpunkt zwar verpasst, aber ich glaube, in der geheimen Zukunft haben wir direkt einen Wegpunkt. Noch ein Wolf. Irgendwo in die Mitte, glaube ich. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da am besten. Ach, wir sind schon da. Portal.
die geheime Zuflucht. Dies hat nicht der Architekt der Natur entworfen. Finde Dovas sonst Tagebuch. So, das letzte Mal war es oben. Ich gehe einfach jetzt auch mal nach oben. Langsam voran. Okay, das ist langsam. Nur noch eine Regeneration dran. Hier haben wir einen Mana-Tank. Sehr gut. Guter Hirschsprung. 7 bis 12. Damit kann ich jetzt noch nichts machen. Okay, dann brauche ich den gar nicht mitnehmen. So, unser Geist ist schon wieder nicht mehr am Leben. Ich brauche. Abfragen und Dinger können die Welt machen. Zurückverwandelt. Ich wollte eigentlich die Fähigkeit machen. Sehr gut. Mein Gold.
ran eigentlich. Danke. Du hast wieder Leben beschert. So. Gucken wir gleich, ob das der richtige Weg war. Und die Ranke ist wieder tot. Okay, das war auf jeden Fall der falsche Weg. Ich befürchte fast, die werden die ganze Folge hier in der geheimen Zuflucht verbringen und ein bisschen die Cave haben. Aber das schadet ja auch nicht. Ein bisschen Erfahrungspunkte können wir auch noch gebrauchen. Allerdings würde ich jetzt bevorzugen, glaube ich, den gleichen Weg zurückzulaufen. Weil es dauert doch schon sehr lange, hier einen Weg abzulaufen. Und wir haben jetzt noch drei vor uns. Zu unserem Glück finden wir den richtigen Weg erst am Schluss. So, hier können wir uns mal verwandeln. Schaden machen. Das ist echt fies. Einfache Rauchkugel. Oh, können wir vielleicht etwas Geld geben? Haben wir irgendwas? Ah, eins zu geschickt. Hätten wir jetzt auch Amulett identifizieren können eigentlich. Vorteil, wir haben hier Gegner auf uns einzeln, die oben können keinen Fernkampf machen.
schön wäre es, wenn der Höllenkran jetzt oben gewesen wäre und die Gulfist hier oben. Wir gehen schon weiter. Fleischen ab. Sechs zur Energie. Bringt uns auch nicht wirklich viel als Druide. So, wir sind in der Mitte. Die nächste Stage könnte dann der Geisterführer sein. Oder wieder nur ein falscher Weg. Magieschaden reduziert und meistens auch nicht so doll. Kann ich schon an der Seite vorbei? Okay, ich glaube, wir haben tatsächlich für das zweite Mal gefunden. Ein bisschen Glück haben wir ja auch mal haben. Dann schaue ich jetzt natürlich, dass hier die Gegner hinter mir alle weg sind. Schaden.
Okay, der hat uns einfach. Ich hole mal ganz kurz neue Tränke, weil wir haben gar keine Heal-Tränke mehr. Und ich glaube, ohne Heilung ist das nicht so super. So, die können wir verkaufen. 1500. Sehr schön. Ring verkaufe ich auch. Okay. Oh, und er hat sogar unsere Begleiterin vernichtet. Guten Tag! Dann beleben wir die auch mal wieder. So, Wölfe. Nicht genug Mana. Guten Tag. Wir können spaßeshalber sogar noch einen Rabe mit dazu nehmen. So. Und dann gucken wir mal. Jetzt. Neu aufgefüllt. Ja, mit der Zauberin hatte ich halt Fernkampf. So, ein Spielstar. Aber ich renne jetzt einfach mal hin. Oh, das geht gut. Sehr gut. Endlich. Keine Sensor, das ist ja gut zu verkaufen. Die das Grab von Tal Rasha suchen, werden es durch das Portal finden. Doch wisset, dass die funkelnden Symbole hier in meiner geheimen Zuflucht die Zeichen der 6 falschen Gräber sind. Das fehlende 7. Symbol kennzeichnet das Grab von Tal Rasha. Von allen Horadrim kann man ihn den Höchsten nennen. Es war ein strahlender, aber kurzer Augenblick für die Magier-Clans, als sie ihre Unstimmigkeiten beilegten und zusammen gegen den gemeinsamen Feind antraten. Die Horadrim jagten die 3 unbarmherzig durch die öden Reiche des Ostens und sogar in die unbekannten Länder des Westens, damit der Erzengel Tyrael ohne Makel bleiben konnte. Als sie die 3 für besiegt hielten, zerbrach der instabile Bund der Horadrim. Die verzweifelten Magier-Clans vernachlässigten ihre heilige Aufgabe, die 3 Seelensteine zu bewachen, und stritten sich über Kleinigkeiten. Ihre Konflikte zerstörten nicht nur den Bund, sondern stärkten damit die Übel, die sie in der kalten Erde begraben hatten. Okay, das Kreissymbol fehlt hier. Quest abgeschlossen. Kehrt zur Stadt zurück. Und da haben wir auch Kreis. So, zurück Golain. Der Glaube ist stärker als jede Rüstung. Der Schild schützt den Körper. Aber der Glaube stellt das Herz des Tapferen. Okay. Ich empfinde kein Mitleid für diesen Möchtegern-Beschwörer. Seine übermäßige Sehnsucht nach Dämonenmacht war sein Untergang. Ihr habt das Unvermeidliche lediglich beschleunigt. Ja, das stand uns einfach im Weg. Scusi, wir mussten halt da lang. Da war's mal ein Geisterbeschwörer. Hallo? So, was haben wir zu identifizieren gehabt? Auch die Sensor haben wir auch noch mitgenommen. Magic Find Amulett. Okay, hier haben wir nochmal irgendwo himmlische Flügel. Genau. So, das packen wir alles rüber.
Das müssen wir dann bei Gelegenheit, so werde ich das mal sortieren. So. Jetzt ist die Frage, ob wir noch irgendwie eine Waffe haben können, wo wir mehr Schaden mitmachen. Vielleicht, wenn es uns nicht wieder zurücksetzt mit dem Glücksspiel. Was haben wir hier? Wir haben hier Kurzschwert. 3 bis 10, 1 bis 7 Blitzschaden. Tja, das ist das Beste, was wir haben. Oh, vielleicht so eine Kampfaxt. Die können wir nicht tragen. 54 Stärke, okay, das verkaufe ich direkt wieder. Handaxt. Wir brauchen echt mehr Stärke. Und vor allen Dingen brauchen wir einen Gürtel. Hat immer noch keinen. Und einen besseren Hut wäre auch nicht so schlecht. 36 Stärke. Aber hier haben wir mit 63 Verteidigung. Das ist echt schon gut. Da kommen wir gar nicht ran, nicht mal hier mit so einem Ringpanzer. Okay, ich gehe nochmal zu Jerin, was der jetzt sagt. Wir haben jetzt... Bitte nennt euer Begehr. Okay, auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, füllen wir noch kurz. Ach, wir können auch bei Lysander, glaube ich, Tränke auffüllen. Guten Tag. Wobei, Tränke auffüllen müssen wir eigentlich gar nicht. Wir haben ja hier noch relativ viele im Inventar. Und hier haben wir auch noch... Ah, ich will die letzten drei hebe ich auf. Weil die sind echt wichtig, die Regenerationstränke. Oder konnten wir mal Regenerationstränke selber machen? Irgendwie vielleicht im Horadrim würfeln? Ich glaube, das ging nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber... Vielleicht irgendwie 3 Heal und 3 Mana? Oder... Ein Heal und ein Mana? Könnte man einen besseren Trank machen aus 3? Auch nicht. Okay, also müssen wir mit den 3 Regenerationstränken, die wir jetzt gerade haben, irgendwie auskommen. So. Noch unsere 2 Wölfe. Die Ranke neu. Unseren Geist neu. So. Und in der nächsten Folge suchen wir dann das Grab von Tal Rasha und ich bin gespannt, ob wir Duriel schaffen mit dem Druide, weil er hat ja schon sehr viel Leben. Oder ob wir einfach 5 Jahre drauf rumklopfen und da gar nichts passiert oder ob wir vielleicht sogar sterben, wie bei der Zauberin, die mit 2-3 Schlägen tot war. Aber dazu dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.